Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Rally WRC 5 mit der Karriere. Ich hoffe, wir fahren noch die WP1 und nicht die WP2, denn die letzte Aufnahme ist nämlich der Grafiktreiber mitten während der WP abgestürzt und damit war die Aufnahme im Arsch, das Spiel ist abgestürzt und okay, Ponte de Lima. Wir starten mit der WP, gut. Weil man nämlich bewusst das Spiel einfach mitten während der WP ausmacht, gilt die WP als, oder galt die WP zumindest vor dem letzten Update als nicht gefahren. Ging dann aber weiter mit WP2 und man hatte eine Strafzeit. Dann wäre die Rallye nämlich eigentlich schon zum Vergessen, aber so schaffen wir das noch. Wir haben in Monaco ja gewonnen. Ach, gewonnen, nein, Quatsch, wir wurden in Monte Carlo Zweiter. Knapp den Sieg verpasst. Wir haben dafür die Power Stage gewonnen und haben also auf Quentin Gilbert anstatt 7 nur 6 Punkte Rückstand. Das könnte auch noch über die 7 Rallyes der Junior WM entscheidend sein, wer am Ende als Weltmeister dasteht und nicht. Oder nicht? Weil mein Ziel ist es schon, die Junior-WM zu gewinnen. So ist das nicht. So, hier wird die... Uiuiui. Ja, das ging ja noch. Ich dachte eigentlich, das wird nicht mehr klappen. Links 2 in, Abzweigung, rechts ab, links 3, spitz rechts. Für Sprung, links 2 kurz, rechts 2 minus. So, auf Asphalt drauf. Links 4, in, rechts 2. In, links 3, für Haarnadel, links. Für Haarnadel, rechts. Für rechts 3, in, links 3, minus, innen. Rechts 4, in, links 3, minus, innen. Spitz rechts, für rechts 2, schneiden, 50. Abzweigung, links ab und links 1 minus. Auf. So, und hier geht's wieder auf Schotter drauf. Links 4. Also auch die unterschiedlichen, wie sich auf Schotter und Asphalt fahren lassen, wie man den Untergrundwechsel spürt, das haben sie gar nicht so schlecht gemacht. Die Steuerung ist schon knackig, aber halt, es ist schon ein bisschen verarsche, dass die Gegner hier ja nicht richtige Gegner sind, sondern die Zeiten einfach anhand der eigenen WP-Zeit errechnet werden. Es gibt also eine gewisse Grundzeit, die es scheinbar unterschiedlich ist, was man so erreichen muss in einem Schwierigkeitsgrad, um dann je nachdem wie weit vorne zu sein, aber... Trotzdem, so, wir gehen in Führung mit knapp 2 Sekunden Vorsprung vor Quentin Gilbert und Christian Riedemann. In der Gesamt sind wir auf Position 11. Hayden Patton hinter uns, das wäre ja nie im Leben so. Latvala führt vor Ogier und Sordo. WRC2 führt Abdullah Cish Al-Kuwari vor Nasser Al-Attiyah, Armin Krämer, Isapekka Lappi, Valerie Gorban, Erik Hameli, Nicolas Fuchs. Yariki Thoma nur 10. Und dem fehlen schon 7,7 Punkte. Sekunden, nicht Punkte.
Die Organisatoren verlegten das Event vom Norden an die Algarve und er fand sich 2007. Ach, seit 2007 sind sie sogar schon wieder in Portugal. Stimmt, ja, die ganzen Rallyes an der Algarve. Ich hab, ja, seit 2015 fahren sie wieder im Norden. Wo auch die legendäre WP Fafe ist, die in den Jahren, wo es die Rallye im Süden stattfand, eine Woche, ich glaube eine Woche vorher immer, als Fafe Rallye Sprint stattfand, wo dann viele WM-Teams schon nach Fafe gefahren sind und sich haben feiern lassen. Und jetzt seit dieses Jahr ist es halt wieder Teil der Rallye. Ist die Strecke WP wieder Teil der Rallye Portugal, weil die komplette Rallye nochmal in den Norden gezogen ist. Links 5, in rechts 4 minus, lang, macht stark zu. In links 2 plus, lang, halten. In rechts 2 plus. 80 Gruppe, rechts 2 plus, lang, in links 2 plus. Für Schotter. Auf rechts 2, ups, in links 2. Auf. Guck mal ganz kurz, ja, trotzdem nur Reifen und Bremsen verschlissen. Links 2, Affo. Gruppe links 2, plus kurz. Für vorsichtig, Schikane links, rechts. Auf rechts 2, ups. Für Gruppe links 3, mach zu. Für links 2 auf, rechts 3, mach zu. Für rechts 2 plus schneiden, in links 3 schneiden. Und geschafft! Geschafft! Okay, ja, da haben wir es geschafft. Nächste Bestzeit, Nummer 15. auf Ole Christian Weibi rausgefahren. Quentin Gilbert sogar jetzt nur Vierter. Trotzdem ändert sich in die Top 10 soweit, in der Top 5 soweit nichts. Unten zwischen Position 8 und Position 9 ändert sich ein bisschen was. Terry Forbes, unser Teamkollege, nur 9. 11 Stück sind es insgesamt, naja. So, wir fehlen jetzt mit 3,7 vor 4,1 und 4,2 Sekunden. Position 5 ist mit 12,4 Sekunden schon so weit weg, dass es für uns schon uninteressant ist. Also die Top 4 ist aktuell schon mal sicher, es sei denn, wir trauen jetzt richtig mal daneben. So, reparieren. So, Auto wieder komplett repariert. Gucken wir mal ganz kurz ins Team. Immer noch die Moral bei plus 8. Alle Teams müssen sich völlig neuen Gebetbücher anfertigen. Die Streckenerkennung. Erkundung kommt deshalb große Bedeutung zu und der Beifahrer steht vor dem Start eine kurze Nacht mit viel Arbeit bei der Feinabstimmung, bla bla bla. Oh, es regnet. Das heißt, wir sind jetzt auf ziemlich matschigen Straßen unterwegs. Los, los! Bereist dich, links 5, Affo! In links 2, plus auf, rechts 3, macht stark zu! Für links 2, minus! Für links 3 plus, halten. Auf rechts 4, lang, mach zu, bremse. In links 2 minus. 80, rechts 4, kurz, bremse. Auf rechts 1 plus, Abzweigung. In links 4, kurz. Für links 3, in rechts 3. Auf, Fahrnadel links. Also die Cockpits sind nicht gut gestaltet, muss ich jetzt gerade mal sagen, auch die Sitzposition ist nicht wirklich günstig. Da mal ganz kurz mal nochmal außen mit. Auf rechts 2
3 minus um. 30 links 3 hin, rechts 3 kurz. Hin, links 2 hin, rechts 2 kurz. Hin, links 5, macht zu. So ist immer noch die beste Perspektive nach meiner Meinung. Spitz rechts. Für rechts 2 plus hin, spitz links. Auf rechts 2. Für links 3, macht stark zu, hin, rechts 3, kurz. Nein. Hoho, das sind schon einmal Glück gehabt. Hin, links 3. Für links 1 plus Abzweigung. Für rechts 2 halten, in links 1 plus. Für links 4 halten, in rechts 2 plus kurz. Für links 3 auf. So, es läuft ja dann schon mal recht gut hier im Moment. Für uns. In rechts 3 auf. Ich sah uns gerade schon Richtung Abgrund. Rechts 2 Bremse, in links 2 kurz. 50, rechts 1 macht zu. Links 3 minus, mach zu, hin, rechts 2 kurz. Für links 4, in links 2 halten. Auf rechts 3 plus, mach zu, hin, rechts 3 plus, lang, mach zu. 80, rechts 4, mach zu, hin, links 4. Wie viel ist kaputt gegangen? Bisschen Karosserie. Rechts 1 plus Abzweigung, Asphalt, hin, spitz links. Ja, nicht mehr kaputt gegangen als ein bisschen Karosserie. Auf, rechts 3 plus lange Bremse, mach zu, hin, links 2 plus. Auf, rechts 2 kurz. 30, links 1 plus. 30, links 3, kurz, auf, rechts 3, für rechts 3, minus, 30, rechts 3, Bremse, auf, rechts 1, plus, Abzweigung. Das hängt bleiben wir jetzt auch nicht so gesund, aber es geht jetzt wieder zurück auf Schotter. Auf, links 3, oder besser gesagt jetzt auf Schlamm. Rechts 2, kurz, für rechts 3, minus. Links 5, Bremse, auf, links 2, minus, auf, rechts 2, kurz, für, links 2, kurz, in, rechts 2, für, rechts 2, für, links 2, nein, wisst ihr was, da nutzen wir jetzt, für, links 2, minus, diese Rückblendenfunktion. Für links 2 minus. Rechts 3 minus. In links 3 auf. Rechts 3 plus. Für rechts 1 plus. Mach zu. Für links 3 halten. Auf. Rechts 4 halten. So, jetzt langsam klappt's doch. Rechts 3 in, links 1 in, rechts 5, mach zu, auf, links 2 lang in, rechts 3 kurz. Das wäre vielleicht ein bisschen besser gegangen. Da sind wir mit zu viel Schwung in diese Hanade gegangen und haben dadurch an Geschwindigkeit verloren. Weil 30, Kuppe, auf, links 2 plus, mach zu. Aber wie hier mit zu viel Schwung rein, zu weit rausgetrieben, kostet Zeit. Mal gucken, ob es trotzdem vielleicht gereicht hat. Jawohl, wieder 1,2 Sekunden. Quentin Gilbert verliert immer mehr. Und damit ist jetzt Ole Christian Weiby Zweiter vor Christian Quentin Gilbert und Christian Riedemann. Und auf die haben wir jetzt 5, 7 und 10 Sekunden Vorsprung. Damit dürfte jetzt erster oder zweiter Platz sicher sein.
So, die Rallye wurde erstmals 67 ausgetragen und ist in der WRC seit der Premierensaison 1973. Damals übrigens nur Markenweltmeisterschaft. Ich glaube, 79 oder 80 war die erste Fahrerweltmeisterschaft. War Walter Röll der zweite oder der erste Weltmeister der Geschichte? Spielt auch keine so große Rolle. Also Fahrerweltmeister der Geschichte. Ich glaube, er war der zweite. Ich glaube, 79 war die erste. So, noch da nutzen wir jetzt, glaube ich, schon mal unser... Na, viel besser. Für links 2 plus halten. Auf rechts 4 lang. Mach zu. Bremse. In links 2 minus. 80 rechts 4 kurz. Bremse. Auf rechts 1 plus Abzweigung. In links 4 kurz. Für links 3 in rechts 3. Auf Fahrbahn links. Auf, links 3. Für rechts 4. In rechts 3. Für rechts 3. Kurz. In links 2 plus lang. Auf rechts 2 minus kurz. Jetzt habe ich mir nur eben unsere Zeit vom ersten Durchlauf über diese WP nicht gemerkt. Wow. Rechts 2 kurz. Links 5, mach zu. In links 2, auf. Spitz rechts. Für rechts 2, plus in. Spitz links. Auf rechts 2. Für links 3, mach stark zu. In rechts 3, kurz. Oh, diesmal haben wir es übertrieben. Halten in links 3. Für links 1 plus Abzweigung. Für rechts 2. Halten in links 1 plus. Für links 4. Halten in rechts 2 plus kurz. Für links 3 auf. Rechts 3 minus in links 2 plus. In rechts 3 ab. Auf. Links 4, auf, rechts 2, Bremse, in, links 2, kurz. 50, rechts 1, mach zu. So. 100, links 3, minus, mach zu, so. In, rechts 2, kurz. Für, links 4, in, links 2, halten. Nur nicht zu weit innen. Plus mach zu, in rechts 3 plus lang, mach zu. 80 rechts 4, mach zu, in links 4. Für rechts 1 plus Abzweigung, Asphalt, in spitz links. 30 links 4. Auf rechts 3 plus lang, Bremse, mach zu, in links 2 plus. Ja, immerhin noch nur kleinste Karosserieschäden. Okay, jetzt haben wir aber, ja, ich kann sagen, den ersten bisschen sichtbaren Karosserieschaden. So, jetzt gleich dran denken. Für rechts 2.
Gut, die Kurve haben es diesmal nicht rausgeschmissen. So. Links 3 halten, auf rechts 4 halten, auf links 3 in rechts 3 in links 1 Abzweigung, in rechts 5 macht zu, auf links 2 lang in rechts 3 kurz, für rechts 3 minus halten. 30, Kuppel, auf, links 2, plus, mach zu. Da. Gucken, ob's, wie viel wir jetzt. Knapp 9 Zehntel auf Quentin Gilbert, Cornel Lukasch, Terry Forbes, Ole Christian Wabi. Damit hat Quentin Gilbert sich den zweiten Platz zurückgefahren. Ja, das haben wir eigentlich jetzt relativ gut gewonnen. 8,4 Sekunden Vorsprung, 14,7 auf Ole Christian Wabi. Das schaffen wir. Also hier in Portugal unser erster Sieg der Saison. Oh, wie weit wir das Auto repariert bekommen. Und dann geht's schon wieder rauf auf WP5. Zu Beginn war sie ein Mix aus verschiedenen Untergründen. Achso, das haben wir eben da schon mal den Hinweis über die Rallye Portugal. So, Vieira de Minho heißt die WP. Bei schönsten sommerlichen Bedingungen oder frühsommerlichen. Zum Austragungszeitpunkt der Rallye Portugal. Auf rechts 3 kurz, in links 4, ab hoch, in die Kuppe, rechts 2 plus lang, in links 2 plus. Für rechts 3 minus, für 30, rechts 1 Abzweigung. Für spitz rechts, für Kuppe, links 2 halten. Rechts 3 minus, mach zu, für links 3 minus, mach zu. Wow. Das hat jetzt ein bisschen Zeit gekostet, aber zum Glück dem Wagen nicht großartig geschadet. Links 2 minus, kurz, für rechts 2 lang, in links 5 bremse, auf rechts 2 minus, kurz, für links 3 macht Stand zu, auf rechts 3 kurz, in links 3 kurz, für links 4 minus, macht zu, bremse, halten, auf rechts 1 plus, Abzweigung, in links 2 kurz, auf rechts 3 halten, auf links 2 minus. So, das klappt doch schon mal bisher ganz gut, würde ich mal sagen. In links 3 minus, lang, mach zu, in rechts 2 kurz. In links 2 auf, rechts 2 plus. Auf, Kuppe, rechts 2 minus kurz, in links 2. 80, rechts 2 kurz, in links 2 minus. Und geschafft! Geschafft! Okay.
Ja, wieder eine Bestzeit, wieder vor Ole Christian Baby. Ich glaube, die Rallye ist durch. Wer jetzt noch hier die Power Stage in Favre gewinnen, dann haben wir auch die maximale Punktzahl hier aus der Veranstaltung raus, rausgenommen. Und dürften dann mit 2 Punkten Vorsprung die Gesamtwertung anführen. Noch 3,53 Kilometer. Sonne blendet hier so ein bisschen. Okay, jetzt nicht mehr. Und da ist schon das Ziel und haben wir die Power Stage gewonnen. 2 Minuten 33. Jawohl, auch die Power Stage gewonnen. Christian Riedemann nicht mehr an Ole Christian Baby rangekommen. Damit unser erster Sieg. Und weiter geht's mit der Rallye Polen. Damit, ja. Oh nee, nicht nur. Ha, der hat doch gar keine Power Stage Punkte geholt, Quentin Gilbert. Damit führen wir jetzt mit 4 Punkten die Gesamtwertung an. Also, man sieht schon, die Power Stage kann auch meisterschaftsentscheidend sein. In der WRC weiterhin Ogier vorne vor Mikkelsen und Latvala, dann Ostberg, Elfin Evans, Thierry Neuville, Dani Sordo, Chris Meek. Löb immer noch 9. mit nur einer Rallye. Position 10 an Khalid Al-Kwasimi, Prokop, Patton, Protasov, Kubica, Lorenzo Bertelli, Öt Tenak, Henning Stolberg, Day River, oder was hat er gesagt? Driver, Chardonnay, Benito Guerra und Kevin Abreng. So, jetzt kommen wir kurz unser Hauptquartier und damit sind wir auch eigentlich schon am Ende dieser Folge. Damit würden wir uns dann am nächsten Mittwoch wiedersehen zur Folge Nummer 3 von Let's Rally WRC mit der Rallye Polen. Gucken wir ganz kurz noch an. Ja, die Moral im Team plus 8 ist exzellent. Mehr kann man sich eigentlich gar nicht wünschen. Position, gucken wir mal ganz kurz, wie jetzt die Konstrukteurs-WM aussieht. In der WRC 2 führt das D-Mag-Team immer noch vor Youth and Sports Qatar Rally Team und Nicolas Fuchs
In der WRC führt Volkswagen vor Citroën, dann Hyundai Volkswagen Motorsport 2. Das glaube ich nicht, dass Fukmati World Rally Team tatsächlich 25 Punkte geholt hat, wenn VW ja schon den Sieg anhatte. Das ist so ein kleiner Fehler, dass der bei mir immer wieder auftaucht, dass das Fukmati World Rally Team hier sogar Punkte für zwei Fahrer eingefahren, obwohl der Fahrer gar nicht in die Punkte oder nur gering in die Punkte gekommen ist. Da ist irgendwie bei dem Team ein kleiner Fehler. Ich weiß nicht, ob das bei anderen auch so ist, aber bei mir ist es so. Naja. Gibt Wichtigeres. Ich würde sagen, wir sehen uns dann am Mittwoch wieder. Macht's gut. Bis dorthin. Euer Replika 666.